Herzlich willkommen zurück zu Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen hier in Vancouver. Wir haben Post. Okay. Keine Ahnung, was. Wirf dich in Schale. Du kannst in der Boutique Kostüme für dein Mii kaufen. Von schick bis hin zu total abgedreht. Sorgen die Kostümoptionen für viel Spaß. Yo, das werde ich tun, sobald ich genug Cash habe und sich das lohnt. Yo. Ja. Die letzte Aufnahme ist von einer Woche her, glaube ich. Ich habe wieder keine Ahnung, was ich als letztes gemacht habe. Ah ja, doch, genau. Ski Freestyle haben wir noch abgeschlossen. Mit Ski Cross. Und jetzt sollten wir dran sein bei Snowboard. Müsste, ja. Alter, schrei nicht so. Gut. Wen nehmen wir denn mal für Halfpipe? Ich nehme mal Blaze. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Tricks gingen. Ich glaube mit, ja gut, ich habe gerade noch so, glaube ich, Go-Vacation-Steuerung im Kopf. Mit Z und so zum Halten des Snowboards oder Skateboard damals dann bei Go-Vacation. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es hier ist. In der Halfpipe-Disziplin, in der Halfpipe-Disziplin fahren Spieler im Zickzack, ist klar. Bis zu 50 Punkte pro Trick. Okay. Perfektes Timing ist auch wichtig. Gut. Also. Was? Ach so, in der... Okay, okay. Lustig, ja? Aha, ja, macht Sinn. Nur mit der Fernbedienung? Okay, ja, hier, das ist tatsächlich so, wie ich mir das gemerkt habe. Damit kann man das Snowboard greifen. Gut. Das ist alles? Ich kann jetzt nur mit der Fernbedienung hoch, runter, links, rechts? Das kann doch nicht sein. Ernsthaft? Scheint ein Befehl. Was? Achso, nee, was stand da jetzt gerade mit dem Spezial? Ein Versuch, klar, aber was stand danach? Hälfte am Charakter pro Disziplin? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Vor allem damit, dass es eigentlich nur so wenig Möglichkeiten gibt. So, Regular und Goofy können wir hier wählen, ne? Wir nehmen Regular. Ich glaube, ich wäre eher der Goofy-Typ, wenn ich spielen würde. Wenn ich es richtig selber machen würde, meine ich. Beim Spielen ist es eigentlich komplett Latten. Boah, ich habe gerade versucht, meine Sensorleiste, also die hat irgendwie nicht funktioniert. Und ja, ich hatte die ein bisschen, das Kabel hinten rum, hinter dem Fernseher lang geführt. Das war vorher nicht so. Und dabei habe ich das, glaube ich, aus Versehen auf On geschaltet. Also es gibt so einen Off-On-Knopf bei mir, weil ich habe das eigentlich eine Wireless-Sensorleiste. Wireless funktioniert die aber nicht so gut. Deswegen habe ich die jetzt am Kabel dran und oder per Kabel dran. Und wenn ich dann auf On schalte, zählt das Kabel wohl nicht mehr. Dann kriegt das irgendwie nicht mehr geschissen. Sehr interessant tatsächlich. So, okay. Ach, muss ich auch noch nach unten machen dann, oder was? Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Nunchuck. Lustig, echt. Das mit dem Nunchuck ist interessant. Daneben, kacke. Und es ist auch immer dasselbe, wenn ich... Okay, okay, okay. Das ist ja interessant. Ich wollte noch meinen A-Move machen. Das mit dem A macht hier irgendwie gar keinen Sinn auf der Halfpipe. Ich bin so scheiße. Okay. Ah. Ich bin aber auch nicht so gut bei so Tricksituationen, bei so Trickspielen. Kann ich eigentlich gar nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit dem A-Knopf. Geil! Leck mich doch. Das verstehe ich wirklich nicht. In der Luft konnte ich das nicht machen. Zumindest, wo ich es versucht habe, wo ich es machen wollte. Was für ein tolles Standbild. Super! Darauf kann ich mir voll was einbilden. Ich meine, finde ich gut, kriege ich Money, aber es ist absolut nichts, worauf man stolz sein kann. Ist kein Achievement. Also hier offenbar schon, aber eigentlich. Okay. Also die Nunchuck-Tricks bringen wir hoffentlich mehr. Nee, ich kann den A-Move echt nur unten machen. Macht der denn überhaupt Sinn? Keine Ahnung.
Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob man auch nach unten drücken muss hier. Und das mit dem in der Halfpipe lenken ist auch irgendwie... Naja. Perfekt war das jetzt. Warum auch immer. Ja, daneben. Schön. Und ich bin nicht... Ich verstehe die Disziplin nicht. Ehrlich nicht. Ich würde gerne nochmal die Anleitung lesen, was da jetzt genau drin stand. Weil für mich irgendwie, es macht alles nicht so wirklich Sinn. Ja, toll. Ich habe immerhin eine Medaille, aber das ist nichts wert. Alter. Okay. Ich verstehe nicht, wie man da runterfährt. Also, wenn man runterkommt, warum dann da manchmal gut, manchmal toll steht, ob ich das wirklich irgendwie selber steuern muss, also ob ich da auch noch runterschlagen muss quasi. Ich kann jetzt Ski-Alpin-Traum machen, okay. Die Anleitung kriege ich nicht nochmal. Ist die denn hier noch irgendwie? Wieso kriege ich hier die Anleitung nicht? Ich glaube, die Bewertung ist einfach nur entsprechend, ob man jetzt super viel Tricks gemacht hat oder nicht. Ich würde einfach gar nicht mit dem Nunchuck arbeiten, ganz ehrlich. Versuchen wir das mal. Vielleicht bringt das was. Sehr gut, schön. Ja, scheiße. Fahr doch, Mädel. Ey. Ganz komisch. Ja komm, wir können eh neu starten. Ich mache jetzt einfach mal Charakter auswählen, weil ich jetzt nochmal die... Ich will nochmal lesen, was da stand. Ich komme auf die Disziplin ja gar nicht klar. Ja, wir kriegen jetzt den Bonus, schön. Sag mal schon mal ein. Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Ich lese mir jetzt nochmal die Regeln durch. Also alles. Ich lese mir alle Sachen nochmal durch jetzt. So, ist klar. Und beim Landen das perfekte Timing. Ja gut, dann muss ich da wohl selber steuern, ne? Zum Spielen in der Disziplin Halfpipe bewegst du die Fernbedienung nach links unten rechts. Um dich vorzulehnen oder nach links und rechts... Ich finde es auch schön, dass da steht, nach links und rechts und da ist dieser Schwung immer noch zu sehen. Auf dem Erklärbildschirm da. Zum Bewegen neigst du nach vorne. Ey, das verstehe ich schon wieder gar nicht, was damit genau gemeint ist. Interaktor dreht sich entsprechend. Ja klar, so. Ach stimmt, das habe ich auch noch gar nicht gemacht, das mit dem Greifen. Lol. Ja, ist klar. Beim Landen einen Temposchub zu kriegen. Was stand da? Warum kann man eigentlich keine einzelnen Seiten zurückklicken? Finde ich kacke. Um mehr Punkte zu sammeln und beim Landen einen Temposchub zu erhalten. Ja, klar. Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit dem... Ob es jetzt mit dem Nunchuck mehr Punkte gibt. Und ich weiß auch nicht... was die Spezialaktion da genau bringen soll, weil ich lege mich damit nur auf die Fresse, wenn ich das mache. Ich meine, es gibt mir ja auch keine Punkte, wenn ich das mache, da unten auf der... Die macht für mich an der Stelle keinen Sinn in dem Spiel. Joa, keine Ahnung. Die berühmten 35 haben wir wieder zu knacken, dann versuche ich das mal. Dann werde ich jetzt mal hier ein bisschen grippen. So, ich will ein bisschen... Ich kann hier nicht wirklich nach rechts lenken oder so einen Scheiß machen. Ach, ich glaube, man kann das generell machen, ich dödel. Dass man quasi jeden Trick macht, indem man... Also, während man zusätzlich das Board hier hält. Und bringt das mehr. Ich glaube, das war so ein bisschen der Trick dabei. Hoffe ich zumindest. Man weiß halt auch nie... Hat er jetzt noch eine vorherige Aktion drin oder nicht? Oder wie ist das?
sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, na, sogar Rekord. Okay. Es bleibt weiterhin auch so eine Disziplin, die ich nicht so gut finde. Die ich nicht so gut kann. Die Charaktere im Hintergrund sind wieder schön 2D. Wunderbar. Schreibt man auseinander, aber gut. Ja, wunderbar. Dann lief das ja doch ganz okay. Aber es ist relativ schwierig, finde ich. Auch wenn ich jetzt irgendwie 5000. Weil die immer da diese 1000 Nachkommastellen hinschreiben, denke ich immer, das sind Tausende. Das sind immer nur 40 Punkte. So. Okay. Disziplin wählen. Ich glaube, beim Rennen stelle ich mich deutlich besser an. Deswegen, auf geht's. Beim Rennen nehmen wir jetzt auch wieder irgendeinen schnellen Charakter. Ich glaube, wir nehmen dann mal wieder einen Mario-Charakter. Ich glaube, bisher habe ich nur Waluigi genommen. Sonst alles Sonic. Snowboard, krass. Ja, danke. Nehmen wir also... Oh, ja, Yoshi. Weil Daisy hasse ich noch viel mehr. Nehmen wir also Yoshi. Ach, komm. Komm, das kriegen wir schon hin. Ich wette, jetzt habe ich irgendeine richtig wichtige Regel verpasst oder irgendwas. Oder Steuerungsmöglichkeit. Ich glaube, Regeln sind klar. Und werde jetzt hier richtig verkacken, aber mein Gott. Ich leg's da drauf an. Ja, ich sehe die Piste. Komm, lass mich skippen, bitte. Auch sehr interessant, dass ich als Zweiter starte, warum auch immer. 3, 2, 1. Los! So, wie steuere ich? Okay, so. Ich glaube, hier kann man aber weniger steuern als bei Skicross. Zumindest kommt mir das so vor. Vielleicht auch einfach nur, weil ich jetzt halt einfach nur auf einem Brett bin, nicht auf zwei. Ich weiß es nicht, fahr doch. Oh mein Gott. Das war ein bisschen unnötig an der Stelle jetzt, aber gut. Hier kann ich keine Tricks machen, wenn es keine Rampe ist. Interessant, okay. Aber Vorsprung habe ich ja trotzdem. Oh, wobei der Vektor ist relativ nah. Den sollte ich nicht mal schätzen hier. Keine Ahnung, was mit dem geht. Vielleicht kann man irgendwie noch Gas geben, was ich nicht gepeilt habe. Uiuiui. Fast auf die Fresse geflogen. Keine Ahnung, was hier ein Rekord war. Ui, auch sogar mit Yoshi. Da war ich relativ knapp dran. Und damit haben wir jetzt hoffentlich erstmal alle Ski- und Snowboard-Sachen abgehakt. Ich meine, ich finde die ganz okay, aber zählt halt nie zu meinen Lieblingsdisziplinen. Weil es gibt so viele coolere Winterdisziplinen. Zum Beispiel Bob, zum Beispiel Eishockey in dem Spiel hier. Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, finde ich alles viel, viel cooler. Und irgendwas davon wird jetzt kommen. 5 oder mehr Tricks beim Snowboardcross, okay. Ja. Auch relativ hinterhergeschmissen. Nehmen wir gern mit. Und dann bin ich auf die nächste Disziplin gespannt. Eisschnelllauf ist die nächste Sportart, die nächste Disziplin. Und da gibt's dann eine... Wieso heißt das Short Track? Ich versteh's nicht. Eisschnelllauf 500 Meter. Alter. Charakter auswählen. Ja, ist doch gut, Mensch. Wie nehmen wir denn? Dann nehmen wir jetzt Daisy. Wir brauchen einen schnellen Kara hier. So, jetzt ist, wobei hier ist Timing wichtig. Wichtig. Ne? Ja, okay, wir brauchen auch nur die Fernbedienung. So. Das kann lustig werden, wenn ich die so halten muss. Mit meinem Mikro hier. Zwei Läufer gegeneinander, yo. Okay, nach links und rechts schwingen am Anfang, so rumwedeln, gut. Auf den Geraden schüttelst du zum Beschleunigen die Wii-Fernbedienung, wenn die Hände deines Spielcharakters aufblinken.
okay. Ich find's blöd, dass die Wii-Fernbedienung nicht im Rhythmus ist wie der Charakter. Das verwirrt mich. Folge weiterhin dem Aufblinken, um in die Kurven zu gehen. Beim Endspurt wieder schütteln, ja, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so schwierig zu verstehen, glaube ich. Geschwindigkeitsschub mit mehreren perfekt hintereinander, jo. Lasst mich raten, was hier ein Achievement sein wird. Perfekt überall, hä? So wie bei Torino. Das war richtig abgefuckt, ey. Torino 2006, perfekt überall. Also jedes Mal perfekt beim Eisschnelllauf. Boah, Hölle. Aber ich hab's geschafft. Da bin ich auch stolz drauf. Das war eins der schwierigsten Sachen. Neben diesem Biathlon-Zeugs. Was überhaupt nicht funktioniert hat. Skilanglauf, Biathlon. Aber ich hab's verstanden irgendwann. Los! Die sieht so ungewohnt von hinten aus. Ich bin natürlich sehr konzentriert jetzt gerade hier. Ich denke, das lief ganz gut. Am Anfang ein paar Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber doch. Ich denke, das lief gut. Wieso hat die jetzt eigentlich gar kein... 4 Sekunden schneller als Rekord, schön. Wieso hat die keine Kufen unter den Schuhen? Ist die so gelaufen oder was? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Anstrengend. Ich mag das Spiel. Aber gerade weil Eiskunstlauf in dem Spiel existiert, ist das hier bei mir immer ein bisschen underrated. So, 1000 Meter ist das nächste jetzt dann, glaube ich, ne? Und das heißt dann plötzlich Short Track, auch wenn das eigentlich die längere Variante ist. 5 oder mehr Perfektbewertungen hintereinander. Okay, vielleicht ist das Einzige, was es in die Richtung gibt. Das fände ich prinzipiell gut. Auf der anderen Seite fände ich es auch cool, wenn sie belohnen würden, wenn man nur perfekt hat, aber... Oh, das ist halt schon ziemlich knackig. Dann nehmen wir jetzt mal einen, der nicht so schnell ist. Nehmen wir mal... Ach Gott, wen nehmen wir? Er ist immer so schwer, wir nehmen Donkey Kong. Ich denke, da gibt es keine besonderen Regeln. Vermute ich mal. Ah, wir spielen aber mit mehreren. Okay, also Regeln sind dann doch ein bisschen anders. Nicht gegen einen CPU, sondern gegen wahrscheinlich 3. Oder gegen 7. Eins von den beiden. Doch, ich glaube, da war irgendwas Besonderes, oder? Gegen 3, okay. Blaze, Wario und Mario. Okay, man muss am Anfang nicht runterschlagen, sondern direkt so. Okay, gut. Okay, scheiße. Okay. Es gibt doch Unterschiede. Habe ich auch festgestellt. Ich dachte, es wäre genau dasselbe. Es ist nicht genau dasselbe. Okay, gut. Gut, dann müssen wir nochmal komplett neu anfangen. Sorry. Ich habe dann... Warum ist denn das was komplett anderes? Okay. Dann ist klar, warum das Short Track heißt. Weil dann ist das quasi dieselbe Disziplin wie die Staffel. Ja, wir nehmen weiter in Donkey Kong. Ah, Mann. Okay, sonst wäre es vielleicht ein bisschen lame, aber so war es bei Torino, soweit ich weiß, auch, oder? Da gab es, glaube ich, auch 2 oder 3 verschiedene Längen und das war's dann. 4 Athleten gegeneinander, genau. Jede Kurve auf der inneren Bahn, um ins Ziel zu kommen. Da hat also nicht jeder seine eigene Bahn, so. Okay. Moment, was stand da gerade? Das ist eine dreiste Lüge. Das habe ich gerade gemacht, aber ich sollte sofort schütteln. Nach links und rechts. Das ist eine dreiste Lüge. So. Das ist mal klargestellt hier. So, neige die Fernbedienung nach links. Versuche auf der idealen Spur und so. Kann man das mit beiden spielen oder nur mit Fernbedienung? Nur mit Fernbedienung, okay. Wollte jetzt wissen. Hätte ja sein können, dass ich das sonst mit dem Stick steuern kann. Fahre entlang der idealen Kurvenspur.
bekommst einen Boost, bleib da und gewinne. Okay. Also ganz bin ich da, glaube ich, noch nicht drin. Nähere dich deinem Rivalen von hinten an. Windschatten, okay. Und Spezialaktion natürlich, okay. Ist auf jeden Fall was komplett anderes, so. Ich glaube, da fand ich das andere ein bisschen angenehmer. Zumindest, um reinzukommen. Also das normale Eisschnelllaufen, wo man halt wirklich gegen einen sprintet. Ich verstehe vor allem noch nicht so krass, ich verstehe noch nicht, wie man das so krass steuern kann hier. Ich ziehe jetzt aber die Handgelenkschlaufe an, weil es nervt mich, dass sie sonst hier die ganze Zeit rumbaumelt. Ja, ich kenne mich, danke. Okay, so. Innenbahn. Komische Disziplin. Sehr, sehr komische Disziplin. Wirklich gut bin ich auch nicht. Wie viel gibt's denn? Ach, 4, okay. Da oben. Okay, Metal Sonic, ja, was geht denn? Ich verstehe das Spiel nicht. Also ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Ich komme mal viel zu weit raus. Aber ich habe doch nur die... Ja, geschafft, super. Ich habe doch nur die Möglichkeit mit der Fernbedienung nach links und rechts und... Hä? Komisch. Aber beim Snowboarden, beim Halfpipe kam ich auch gar nicht drauf klar. Da hat es irgendwann Sinn gemacht, aber das... Ich weiß nicht. Das ist eine sehr komische Disziplin, tatsächlich. Ich weiß schon, warum ich mich daran nicht erinnern kann. Die werde ich nicht oft gespielt haben. Und das dann nochmal als Staffelversion. Man hat auch vor allem irgendwie kein Feedback dazu, wie gut das jetzt ist, wie man hier rumwedelt. Man sieht halt nur, okay, man bekommt einen Tempo-Boost, wenn man hier... Ne? Ja, toll. Metal Sonic hat wieder mega Vorsprung hier. Runde 3. Das gibt's doch nicht. Alter, wie Psycho ist der denn? Gibt's doch nicht. Bin näher rangekommen, aber mehr auch nicht. Okay, wobei, das war knapper. Relativ knapp, würde ich behaupten. Scheiße. Dann pfeift doch auch an, Mensch. Yeah. Ach nee, Moment. Anderes Spiel. So, macht Platz hier. Donkey Kong ist der King hier. Donkey King. Ja. Okay, ich verstehe ein bisschen mehr, wie das mit der Kurvenphysik hier funktioniert. Mach Platz, Junge. Ich werde wieder weit rausgezogen hier. Ja? Kannst du die Kurve gut nehmen? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Es geht. Es ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber es ist, ja, gut. Man muss die Kurvenphysik so ein bisschen verstehen. Gut. Dann haben wir im nächsten Part hoffentlich weniger Probleme mit der Staffel dann. Und anschließend kommt dann, glaube ich, der Eiskunstlauf und darauf freue ich mich besonders. Das ist eine der coolsten Disziplinen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.